Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir waren gerade fertig mit diesen zwei Bossen. Müssen wir noch kurz schauen. Verlieren alle Leben, wenn sie nicht kämpfen. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen verhindern. Also gehen wir direkt wieder zu den neuen Gegnern dieses neuen Aktes. Wir sind in Chapter 7 schon. Wunderbar. Also, der Bild, der läuft gerade momentan viel besser. Ich glaube, das Death Rattle zieht Leben ab, oder allen Minions. Nein, es ist der Stab, ja. Ja, es ist der Stab, der 6% pro Sekunde abzieht. Deshalb stirbt der Golem so oft. Oder er hat einfach zu wenig Leben. Kann gar nicht so viel gegen die Gegner schnell kämpfen. Ja, ich glaube, ich wechsle wieder. Es macht nicht so viel Spaß mit diesem Stab. Es geht einfach ein bisschen schneller, aber es macht nicht so viel Spaß. So, dann haben wir auch das Problem ein bisschen gefixt, dass die Minions nicht immer sterben. Ja, es geht nicht viel langsamer. Diese drei Kill-Level für Brights ist nicht so effizient, wie ich jetzt gedacht habe. Aber jetzt weiß ich es immerhin, dass es doch wegen dem Stab ist. Und nicht, dass die Minion zu viel Schaden macht. Naja, man sieht es nicht immer direkt. Ich habe es einfach nicht gerade so gecheckt. Wie ist die Nervenkranke? Ja, ein bisschen Konzentration, dass man alles nachschlagt und so. So. Walressi. Ist ja ein Katalyst? Ich kann keine Katalysten benutzen. Okay, schon, aber Gott will ich lieber Minion Damage haben. Da haben wir nämlich 28% und Dual Resi. Und auch nicht nur Elementar Dual Resi, das ist doch. Also Nekrotik und Kult ist drauf. Gut. Viel besserer Helm. Und so langsam droppen auch gelbe Items, weil der Filter war am Anfang viel zu stark schlecht eingestellt für diese Items. Ich hatte nur weiße Drops damals in Akt 1, 2 und 3. Und jetzt mittlerweile droppt doch auch gelbes. Einfach die Farbe. Ist nicht wegen irgendwas, nicht wegen Heizung gedungen. Komme, also diese Taste ist ultrasensibel bei mir. Drückst du nur ein Milligramm drauf, schon durch den Heilfunktion. Das ist ja meistens vielleicht bei euch auch den Mittelfinger und dann drückst du halt manchmal auch ein bisschen stärker. Wenn du auf die W-Taste drückst mit dem Zeigefinger. Ja. Also was machen wir? Die Soulfire Bastion bald. Das war, sah ich in einem Livestream eurer Lieblingsdungeon. Das waren einfach die meisten Zuschauer dort. Kann ich nicht sagen, dass es euch am besten gefällt, wenn mehr zuschauen. Aber jo, und dann müssen wir einfach ein bisschen grinden. Wir haben 25% Chance auf T1 schon. Für den Win. Den brauchen wir schon unbedingt. Aber zuerst machen wir eben die Dole. Voll. Da haben wir jetzt momentan auch noch nicht so viel. Die haben so schöne Skills. So aufhalten und wir nicht. Ich kriege den aber auch bald. Oh, wir haben Armor und Health Regeneration dabei. Jetzt ist er voll, okay. Also jetzt haben wir keinen Weaver's Will mehr. Ist er voll. Und je besser oder wie weiter, also ja, je hochleveliger wir sind, desto mehr Weaver's Will ist drauf wahrscheinlich.
Man kann schon sehr gutes Zeugs noch reinkommen. Aber ich habe bis jetzt nur zweimal diese Schuhe gefunden schon. Ich habe noch nicht nachgeschlagen, aber ich glaube, ich habe nur die Schuhe gefunden. Aua. Boah, das ist aber auch fetter Damage. Hi, holla die Welt, Wolfie. Die Weltfee. So, jo, bin sehr müde, aber es geht momentan gerade mit der Müdigkeit. Und sprechen kann ich trotzdem manchmal nicht mehr so gut. Jo, ich habe sehr viel Sport heute gemacht. Also zweimal gejoggt recht weit. Und noch ein bisschen Fußball gespielt. Schon recht anstrengend, so eine Einten richtig zu over tagen hat. Sofort tot, one. Ich bin eben manchmal auch fast one hit bei so starken Attacken, wie diese Explosion auf dem Boden. Das nehme ich nicht mit. Diese Explosion. Ist das Chuck? Ist das Chuck? Ist das Chuck genug? Nein. Ist das Kill? Juice Dance. Justice. Also. Irgendwie sind das. Juice Dance. Hallo! Wie heißt der Heiler? Hey, Hyrot? Genau, Hyrot. Hyrot! Und Really! Ist der Really? Schönes Phönix. Begone from this land. My flames will scour this place. So be it then. Perish. Pathetic. I do not have much longer. Town is not in the world, verstehe. Ward Retention, nur wegen Ward Retention für Hungry Souls da. Go north. Jetzt nicht unten. Retrieve the light. Put your weapon here and did for here. Here. Okay. We have much to spammen. Also. Direkt weiter. Wir brauchen vielleicht noch einen Idol. Ne. Wir brauchen einen Idol-Slot endlich. We don't have a Raya is the larger threat. So 2x2 Idole sind halt am schwierigsten zu platzieren. Wir brauchen einfach in so einen Platz und. Farewell. Ja, müssen wir noch kurz ein bisschen abwarten können, bis wir immer Flame Rites beschwören. 39 und 34. 73. Plus, glaube ich, 14, also fast immer. Nicht ganz immer, aber fast immer. Wenn wir dann Flame reißen. Ist auch gut. Wieso schießt du hier durch die Steine? Was, so viel? 172? Ich glaube, das mit dem Loot. Bild ist nicht so gut, ich kann die nicht so gut anklicken. Aber okay. Mir ist halt nur schlecht an. Nicht so schlimm. Ah ja, Last of Us machen wir gerade wieder sehr viel Spaß. Schon mit dem Bogenschützenbild habe ich. Und viel Spaß gehabt. Das ist halt geil. Das Spiel macht Fun. Es ist für mich genau Action geladen genug und so. Es ist flüssig. Also die Kämpfe sind ziemlich flüssig. Besser als zum Beispiel Diablo 4. Ich habe mit Diablo 4 zum Zuschauen überhaupt keinen Spaß. Keine Ahnung. Ich bin einfach nicht so gemacht. Das Casual. Ich muss so wie Pass of Exile kompliziertere Hack'n'Slays haben. Also wie zum Beispiel Last Epoch, dass die Gegner echt viel Damage machen und Taktik brauchen. Das brauche ich einfach. Ist wichtig.
Okay, wir müssen runter. Wir brauchen einen Magier noch. Mit Minion Critical Strike Chance haben wir, glaube ich, schon. Das ist ja nicht so schlimm, wir kriegen sowieso immer. 3 und 8 sind auch noch voll. Ja, jetzt haben wir gar keine Minion-Life-Probleme mehr, weil das wird nicht immer abgesagt durch den Stab. Ist doch toll. Ist doch praktisch. Wir kommen so schnell weiter. Das macht so viel Spaß, wenn es mal ein bisschen flüssiger oder ein bisschen schneller vorwärts geht. Dann haben wir auch wieder einen Schwierigkeitsgrad und vielleicht jetzt noch mehr. Gut, kann ich schon irgendwo ein bisschen sicherer sein. Oh, schlechte Übersklos. Ja, so langsam müssen wir die Exquisite-Rüstung bekommen. Aber dann müssen wir bei Blood Death oder Ice Blood of Death dort ein. Oh, jetzt ist ein Crash. Ich muss Glutes wieder reinschalten. Kann ich immer noch eine Aufnahme machen mit diesem doofen Twitch-Studio? Muss es dann immer crashen? Black Screen, Black Screen. Ja, mach mal wieder Black Screen weg. Spiel laden Sie. Laden Sie, Dankeschön. Laden Sie. Die Spiele, die Zuschauer wollen gerne ein bisschen weiterschauen. Laden Sie, ja, und dann bitte ganz nach unten. Ich muss wieder weiterladen. Ja, danke schön. Nein, jetzt habe ich zu schnell. Ich glaube, jetzt hat es den alten Charakter noch geladen. Ach komm, jetzt ist Last Epoch auch so langsam. What the fuck ist los, ey? Das ganze Spiel wird durchgewirbelt. Es ist einfach Windows 11, eine Baustelle im Abriss. Im Anfangen vom Bauen. Und das 11, die katastrophalste Fehlentscheidung eines Entwicklers, eines Chefes, die es je gab. Hätten lieber bei Windows 10 geblieben können. Okay. Ich mache jetzt kurz Alt F4, weil das jetzt so langsam dauert. Boah. Last Epoch braucht 5500 Megabyte und ist zweimal gestartet schon. Toll. Okay, das wird glaube ich nichts mehr. Habt ihr das gesehen? Wahrscheinlich schon. Aber lieber nochmals neu laden und dann den richtigen Charakter nehmen. Also einfach ein bisschen Geduld. Und dann geht's auch wieder. Es ist 1.40 Uhr schon. Ich werde wieder viel zu spät ins Bett gehen müssen. So, bitte. So. Nein, wieso drücke ich schon? Heute ist nicht mehr so viel los bei mir. Das Gehirn ist ein bisschen abgeschaltet. Ja, okay. Es ladet so ultra langsam, diese Charaktere. Ah, Entwickler, so viele Probleme einbauen. Ja, jetzt ist sofort, weil ich... Tut mir leid, dass es gerade so schlecht läuft. Ich bin aber recht sabbelig manchmal, wenn das dumme Game crasht. Vor allem zum Transport Fieber 2 crasht leider auch manchmal. Ich bin jetzt oft lange dort um Geld grinden gewesen, damit wir gut starten können, aber es crasht dann direkt da oben. Mega weit weg. Ja, jetzt muss ich das alles nochmals machen, weil das irgendwo mal gecrasht ist. Weißt du, in jedem Gebiet ein Waypoint machen. Also. So, weißt du, 10 Meter an einem Waypoint an manchen Stellen in der Ding, oder? In der Kampagne. Das können sie. Und dann so 100 Kilometer weit weg, dann das nächste erstmal. Ja, machen sie einfach, oder? Ach, liebe Entwickler. Was seid ihr für Dullis? Also, wieso entwickelt ihr so einen Schrott?
Vor allem in dieser Engine. Wer entwickelt sich ein Action-Rollenspiel auf der Unity Engine? Macht Action-Rollenspiele auf der Unreal Engine oder ja, ist auch ein bisschen langsam manchmal im Laden, glaube ich. Oder war damals langsam im Laden. Ich glaube, die 3 war so langsam beim Texturenladen und so. Die 5, die ist doch ultra schnell geworden. Ja, keine Ahnung. Probleme machen die Leute. Probleme machen die Leute. Sie ziehen es an. Wie eine Kleidung. Und jetzt bitte nicht crashen. Jetzt komme ich und beiß euch in den Sack. Der Entwickler. Nicht die Zuschauer natürlich. Oh, voll. Ich hab gerne Inventare voll. In Minecraft immer, immer und immer wieder. Ich nehme so gerne Sachen mit zum Bauen. Aber dort baue ich wenigstens. Also dort kann ich wenigstens die Items zum Bauen nutzen. Hier kann ich ja nichts bauen. Geht nicht. Schade, wenn wenigstens etwas wie in Path of Exile das zum Designen wäre. Aber das haben sie leider auch noch nicht eingefügt. Macht das Spiel ja anders, sehr viel Spaß. Zum Beispiel die Crashes. Oh, die Crashes machen viel Spaß. Ha, immer das Spiel wieder neu starten müssen, warten müssen so langsam. Ah, das macht mir so viel Spaß. Sarkasmus heute echt viel. Ja, ich bin echt total müde. Ich bin seit 6 Uhr morgens wach. Und jetzt schon 1.40 Uhr, neuen Tag schon. Tja. Da läuft halt auch nicht mehr so viel gut. Das ist der Schnur. Schnurren wie ein Kätzchen. Ja, es macht einfach viel zu viel Spaß. Ich bin ein bisschen top motiviert. Jo. Mit Minion helfen, nur ich kann es nicht so nutzen. Und die Minions halten ja schon gut aus. Ja, wird reichen, wenn wir das nicht mitnehmen. Ich nehme eben wieder zu viel mit. Ich weiß nicht, Necromancer haben immer gute Items zum Mitnehmen, aber wo nie gebraucht werden. Das ist ein bisschen komisch. Da wir einfach zu viele Unix haben in dieser Klasse. Halt meistens sehr aufwendig brauchen, wie zum Beispiel Minion Damage und so. Haben wir dann einfach immer so das Gefühl, es droppt viel, aber wir können es nur lagern. Ganz schade. Da muss der Entwickler auch noch ein bisschen etwas machen. Er hat genug zu tun. Er macht uns nur sehr langsam. Er entwickelt sicher ein neues Spiel. Also hat jemand schon mal Erfahrung gebracht, was er für ein Game noch entwickelt? Dass er einfach momentan so schlapp vorwärts kommt? Keine Ahnung. Oh, der ist gerade in die Wand rein. Den Hügel. Hey. Okay, was ist jetzt los? Hatte gerade nicht mehr mich bewegen können. Ja, jetzt crasht es wieder. Heißt Last Epoch mühsam manchmal. Es kann auch mit Studios sein und die Aufnahme ist wahrscheinlich wieder kaputt. Es reagiert gar nichts mehr. Nur der Kringel geht. Schade, macht das so viel Probleme. Aber dann nehme ich halt immer noch ein Video auf und beende ein paar jetzt wieder und starte ihn neu und mache dann wieder eine Aufnahme. Aber irgendwie kommt Twitch Studio mit Last Epoch nicht zurecht. Das ist wahrscheinlich die Unreal Engine, die Unity Engine. Naja. Krüppelhaft. Der Entwickler hat eine
totale Fehlentscheidung getroffen. Unity Engine ist viel kompliziert und viel weniger gut harmonierend. Also mal schauen. Alt F4. Passiert nichts. Programm reagiert nicht mehr auf Administration. Antwort des Programms warten. Ja. Ja, das Spiel ist komplett crashed. Okay, dann ja, habt ihr Widescreen wahrscheinlich. Jo, ich habe noch ein Bild, das grau hinterlegt oder sehr weiß hinterlegt ist. Gut, bis zur nächsten Aufnahme gab es halt einen 10-Minuten-Part und einen 20-Minuten- oder 21-Minuten-Part. Bis nächstes Mal. Tschüss.